Grüß Gott zurück beim nächsten Teil Let's Play Jerry McPartlin. Wir haben einen kleinen Fortschritt, nämlich ist mir aufgefallen, dass wir hier an diesem wunderschönen Cola-Automaten... Der ist zu schwer zum Tragen. Nein, aber... Mr. B's Spezialcola. Erst muss man für die Flasche bezahlen und dann für den Inhalt. Er nannte das Ganze Mikrotransaktion im Automatenbusiness. Ah, aber wenn wir... Verdammt, der Falsche. Nochmal, wieder eine Niete. Und nochmal. Tja, Stunden später. Einen angenehmen Flug später. Endlich! Endlich hat meine Schatzsuche ein Ende. Nun muss ich die ganzen Geldstücke wieder zurück in den Automaten werfen. Ist klar. Und jede Menge Cola holen. Könnte man doch einfach behalten, aber nein, sowas macht er nicht. Puh, geschafft. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Naja, okay. Ja, das ist mir aufgefallen. Toll, wir haben unseren vergoldeten Glücksdime von 1988 wieder. Was sollen wir damit anstellen? Ich habe keine Ahnung. Das wollte ich euch eigentlich nur gezeigt haben. Und jetzt irren wir wahrscheinlich wieder endlos umher. Wobei, von dem wir ihn haben, ist sowieso nicht mehr da. Das heißt, das macht das alles umso schwerer. Denn... Ja, hier, Ted. Ted und Fred. Der Gute ist hier nicht mehr da. Wie ihr seht. Und insofern. Ja. Auf dem Flipper steht er auch nicht. Nein. Moment, wie komme ich jetzt hier wieder? Nein, geh einfach wieder zurück. Nein, stell dich nicht in die Ecke und schäm dich. Da raus, komm, jetzt geh. So ist brav. Oh. Heißt also, wo könnte er sich verstecken? Beziehungsweise, was sollen wir jetzt mit diesem Dime machen? Das... Heißt also wieder, alles abklabastern. Alles absuchen. Was ist jetzt eigentlich aus dem Club 27 geworden? Ach ja, da steht ja immer noch Mr. B. Einer von denen ist ja hier. Der zweite ist in der Pfandleihe. Wie gesagt, der dritte fehlt mir. Ja, das ist Fred, nicht Ted. Nö, jetzt nicht. Dachte ich mir. Hier ist jetzt eh alles leer. Ach nee, warte mal, eine Postfiliale ist ja... Moment mal, dann haben wir ja alle drei. Da müssen es ja... Hä, da sind es ja vier. Geht doch gar nicht. Och, lauf doch schon rüber, Mann. Och, großes Bild, bitte. Och. So, komm jetzt einfach hier rüber. Genau, dann lauf die Mülleimer nicht um. Sehr schön. Genau, da rein. Das ist Ed. Sag mal, Ed, wie ist es eigentlich mit der Post aus Übersee? Achso, ja. Nein. Das kann ich nicht machen. Dachte ich mir. Das ist nämlich der Verkehrte. Geh doch mal raus. So, heißt also, wie... Oh. Das hasse ich so. Und jetzt müssen wir wieder einmal quer hier ums Bild laufen. Oh. So, komm hier nach vorne. Oder, ja, komm hier hin. Ja, sehr schön. Und wir müssten jetzt beim Auto landen, genau. Oh, Gott sei Dank. 1, 2, jetzt kommt Nummer 3, nämlich in der Pfandleihe. Ja, das ist Ed. Ich spreche ihn wohl besser nicht an. Das kann ich nicht machen. Toll. Klasse. Wieder ins Auto. Ah, hier in der Schule haben wir noch einen. Moment mal, war er das nicht sogar? Moment mal. Ted! Oh, nee. Nö, jetzt nicht. Was ist, wenn wir ihm den geben? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich brauche ihn noch. Aber für was?
Oh Leute, wo brauche ich jetzt ein 10, ist doch ein 10 Cent Stück, oder? Ja. Außer da am Cola-Automaten. Im Haus unserer Eltern? Nope. Hier? Nope. Am See? Nein. Beim FBI-Agenten? Nein. Im Diner? An der Musicbox? Aber die Musik haben wir geändert. Und in der Stadt? Im Postamt nicht? Tja. Ist das wieder herrlich? Ist das wieder herrlich hier? Da brennt der Bumsenbremser immer noch. Ja, schön in die Kurve legen, Jerry. Schön in die Kurve legen. Treppenhaus raus. Und tschüss. Tja. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Da waren wir. Fahren wir mal da immer wieder hin. Da war ich jetzt schon sehr lange nicht mehr. Aber hier hat sich nicht wirklich was verändert. Was ist, wenn wir ihm den. Warte mal, das Amulett vielleicht? Nö. Wie soll das klappen? Woher soll ich das wissen? Den 10 Cent Stück? Ja, nee, ist klar. Ja. Allerdings, den Brief drunter schieben? Das kann ich nicht machen. Das willst du nicht machen. Du könntest schon, du willst nur nicht. Wie soll das funktionieren? Ach, woher soll ich das wissen? Habe mich immer schon gefragt, was diese merkwürdige Runde. Tja, Freunde. Soll ich jetzt hier mal wirklich einen kurzen Teil draus machen, jetzt hier Schluss machen? Das Elternhaus haben wir jetzt, denke ich mal, wirklich abklapperstert, weil da war keinerlei Geheimnisse mehr drin gewesen. Beim FBI-Agenten sind wir. Hier ist auch nichts. In der Schule ist nichts. Bei Spinelli im Krankenhaus ist nichts. In der Pfandleihe ist nichts. Bei den Spinellis kommen wir nicht weiter, weil wir den Brief nicht abgeben können. Hier bei der Seegans ist auch nicht was. Da sind wir auch fertig. Also bleibt nur noch der Club 27 und das Postamt. Aber da waren wir auch gerade. Genau wie im Diner. Da gibt's auch nichts. Ich versuch's einmal. Da gibt's ja noch das Telefon und die Musicbox. Vielleicht will er da ja irgendwo was reinschmeißen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Flipper. Wie soll das klappen? Okay. Was ist, wenn ich hier mal das Ding zeige? Danke. Hast du auch den Rest? Was? Was? Wie habe ich auch den Rest? Moment mal, muss ich ihr alles geben hier? Warte. Hier, da. Ach ja, richtig, die mixt das ja. Die Danke. Mixt das für Hast uns. Hast du auch den Rest? Ja. Es ist wie bei Monkey Island 2, alles zusammensammeln. Warte, jetzt gucke ich mal die Schwarzbrause, ob es das wirklich ist. Die Cola oder der Entschärfer. Ja, es ist die Danke. Cola. Hast du auch den Rest? Den Rest, ja, jetzt wird's knifflig. Ja, genau, hier die Feuerwurzel. Danke. Hast du auch den Rest? Willst du ein paar Billardkugeln? Ich habe viel zu viele davon. Warte mal, ist das eigentlich das ist von der Sängerin? Das ist das. Das ist das Einzige, was wir von der Sängerin haben. Tatsächlich. Danke. Hast du auch den Rest? Ja, und was fehlt jetzt noch? Wie war das noch? Hopi-Wurzelbräu, um Dämonen abzuwehren.
Eine geweihte Yanto-Wurzel wird zerkocht und mit dem Sud von Schwarzbrause übergossen. Dazu noch der Odem einer Sängerin. Haben wir? Das Geheimnis der Eltern. Haben wir? Das Wissen eines Lehrers. Haben wir? Das Herz des Phönix. Haben wir? Und die Botschaft, die geflogen ist. Dies alles bei offener Flamme köcheln lassen. Moment, und schon ist das. Aber sie ist noch nicht geflogen. Es ist zwar eine Botschaft, aber sie ist nicht geflogen. Wie soll das funktionieren? Scheiße. Ja, nee, ist klar. Hier, komm, frankieren und weg damit. Das kann ich nicht machen. Scheiße. Okay, klar, Luna macht das doch alles für uns. Mensch. Ultimative Lösungsbuch. Hab ich ganz vergessen. Danke. Hast du auch den Rest? So, jetzt fehlt nur noch eine Sache. Den nimmt sie wahrscheinlich nicht, oder? Das kann ich nicht machen. Super. Nö, jetzt nicht. Wie soll das funktionieren? Gut, also diese Sachen sind auch nicht umsetzbar. Das heißt, die Münze ist wirklich für irgendwas noch da. Das Essen von Ted. Das ist Teds Essen. Ja, aber Ted ist nicht da. Ted ist in der Schule. Und das ist das Komische. Ted ist jetzt auf einmal, sein Auto steht hier am Diner. Teds Wagen. Aber er selber steht in der Schule vor einer Tür und macht seinen Hausmeister. Das ist auch... Also... Mist, der Wagen ist abgeschlossen und die Fenster sind zu. Ich muss mir was anderes ausdenken, wie ich Ted ablenken kann. Da, wieso Ted ablenken? Teds Wagen. Er ist sein Ein und Alles. Wenn da auch nur ein Fleck drauf kommt, ist Ted sofort da, um ihn zu polieren. Ja gut, komm, dann machen wir mal ein paar Kratzer rein. Das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Ein paar Schrauben drüber kratschen. Das kann ich nicht machen. Kann ich. Also an vielen Stellen hat man einfach vergessen, Sachen zu ändern, nachdem die Aktion durchgeführt wurde. Und das ist schade. Das nimmt nicht nur den Spielspaß, sondern das bringt einen auch echt total durcheinander. So, hier steht nämlich jetzt Ted. Nö. Ja. Da. Nö. Hier weiter durchkommen wir nicht. Wenn wir ihm die Münze zeigen, sagt er nichts. Ich weiß nicht. Nee. Irgendwie habe ich das... Dass ich die noch für irgendwas brauchen werde. Aber wofür? Sollen wir die vielleicht in ein Lehrerzimmer schmeißen? Kann ja auch sein. Vielleicht geht er dann hinterher. Nö. Nee. Macht also nicht. In die Schraubenkiste tun? Auch wahrscheinlich nicht. Nö. Ach Gott, nee. Moment, hier das mit der Spind war leer, oder? Da ist nichts mehr Interessantes drin. Ja, leer. Wie geil. Leer. Nö, jetzt nicht. Ich muss doch noch irgendwas. Nur geh doch schon noch ein Stück nach vorne. Ach, alte Zicke, ey. Was ist, wenn wir Ihnen den Brief zeigen? Wie soll das klappen? Woher soll ich das wissen? Zigarrenkiste. Das kann ich nicht machen. Nein. Tja, wie ihr seht, sehen wir wieder nicht viel. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir machen hier Schluss. Und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Teil wieder. Wann der kommt, weiß ich. Vielleicht jetzt gleich direkt im Anschluss, aber vielleicht auch erst morgen. Ich weiß es wirklich nicht. Und mit dieser Information würde ich euch jetzt gerne in den Abend entlassen. Auf jeden Fall. Und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also, bis dahin in RWB 18. Adieu.